Noch nie war bei einer Bundesregierung der Einfluss internationaler Lobbygruppen auf eine Regierung so groß wie jetzt bei der Ampel. Einige Dinge wissen wir schon, andere sind jetzt neu. Was wir wissen: Die US-Amerikanerin Jennifer Morgan war Greenpeace-Lobbyistin und ist jetzt die Staatssekretärin für Klima in Baerbocks Außenministerium. Oder die BlackRock-Ökonomin Elga Bartsch kommt, wie gesagt, von BlackRock und ist jetzt Leiterin der Grundsatzabteilung in unserem, in Habecks Wirtschaftsministerium. Oder die Wärmepumpengesetze kamen vom gleichen Clan, ausgearbeitet von der Agora Energiewende. Die Agora Energiewende gehört zum Netzwerk des US-Lobbyisten Hal Harvey. Der ist eng verbunden mit den milliardenschweren Stiftungen von Hewlett Foundation und der European Climate Foundation. Aber was wir bisher noch nicht wussten: Zum selben Netzwerk gehört auch das Dezernat Zukunft. Nach Aussage des Spiegel und des Tagesspiegel berät dieses Dezernat Olaf Scholz in der Haushaltspolitik. Partner sind die Hewlett Foundation, die European Climate Foundation und das Open Philanthropy Projekt. Dahinter steht der Big Tech-Milliardär Dustin Moskovitz und die Partner for New Economy, verbunden mit dem Omidyar Network. Das nebenbei gesagt auch einer der größten Spender von Korrektiv ist. Das heißt, die Klimapolitik, die Wirtschaftspolitik, aber auch die Haushaltspolitik in Deutschland und der Kampf gegen rechts werden von einem internationalen Netzwerk von US-amerikanischen Lobbyisten und Milliardenstiftungen bestimmt. Die Ampel betreibt nicht Politik im Interesse deutscher Steuerzahler, deutscher Unternehmer, deutscher Arbeitnehmer, deutscher Bürger, sondern im Interesse dieses globalen Netzwerks. Diese feindliche Übernahme der deutschen Politik müssen wir beenden. Nur die AfD steht für eine Politik für nationale Interessen und nicht für Big Tech-Milliardäre und milliardenschwere Stiftungen.